Ihr Lieben, ihr wisst, ich stelle sehr gerne sehr tolle Projekte vor, die sich um das Thema Mutter Erde, unsere neue Zeit, das Thema Frieden und Gemeinschaft drehen. Und ich habe heute die große Freude, Matthias Walter vorzustellen mit seinem wunderschönen Projekt Friedensbaum Stiftung. Und du darfst mich sehr gerne korrigieren, wenn ich mich vertue. Aber ich bin sehr, sehr begeistert von dem, was du mit deiner Familie, deinen Freunden auf die Beine stellst. Und ich möchte das sehr gerne in die Welt bringen. Also du darfst uns erzählen, was dich bewegt und was das Ganze ist. Oh wow, vielen, vielen Dank, liebe Sonja, für die Einladung. Ich habe das Gefühl, ich schaue direkt in die Sonne, ich schaue direkt in dein Herz und bin total berührt, was ich da spüren und sehen darf. Und war ja auch schon letztes Jahr, wir haben jetzt letzte Woche haben wir Einjähriges vom World Peace Summit gehabt, wo du ja zu Gast warst bei uns. Deswegen bin ich jetzt total happy, dass ich mal bei dir sein kann, weil wir haben wirklich jetzt was Tolles auf die Beine gestellt, zu unserem 10-jährigen Jubiläum auch. Am 10.10. haben wir 10-jähriges und werden da auch um 10.10 Uhr im Naturatelier Frickingen bei uns einen Friedensbaum pflanzen. Schön. Genau, und ich denke, dass da jetzt bestimmt viele da sind, die gar nicht wissen, was das eigentlich sein sollte. Ja, bitte erzähl es uns. Und von daher würde ich jetzt einfach mal ein bisschen ausholen, in unsere magische Geschichte eintauchen. Wir haben die Vision, meine Frau und ich, zusammen im Heiligen Sonnentanz bei den Prärie-Indianern in 2009 empfangen. Und das war total spannend, weil da gab es natürlich auch eine lange Vorgeschichte, eine 11-jährige Lehrzeit bei meinem Medizinmann, bis der überhaupt mich so weit empfunden hatte, dass er uns da zu seinem heiligsten Ritual einladen kann. Und ja, also dadurch haben wir unglaublich tiefe Erfahrungen machen dürfen bei diesem Sonnentanz. Es ist wirklich ein urkräftiges Ritual. Allein wenn ich dran denke, bekomme ich schon Gänsehaut innen wie außen. Und das Spannende war, dass Isabella, meine Frau, hat bei den Frauen getanzt und ich bei den Männern. Und wir haben quasi unabhängig voneinander schon zusammen im Kreis getanzt, aber wir durften uns nicht austauschen während der ganzen 4 Tage und Nächte. Und danach sage ich zu Isabella, wow, ich habe so eine tiefe Vision erhalten von der weißen Büffelkalbfrau, die mir schon bei meinem ersten Sonnentanz 2005 erschienen war und mich durch alle Sonnentänze hindurch begleitet hat und mir diese Visionen geschenkt hat. Ne? Und für diejenigen, die die weiße Büffelkalbfrau nicht kennen, dieses ja, bei den Indianern hat die 7 heiligen Riten überbracht, die heilige Pfeife, die Schwitzhütte, die Visionssuche, den Sonnentanz, also alles sehr tiefgehende Rituale, die alle dafür dienen, die heiligen Zyklen, die heiligen Lebenszyklen wieder zu erneuern. Ja. Schön. Und 2009 kam dann diese Vision mit den Friedensbäumen. Und wir haben uns dann eben danach ausgetauscht nach dem Sonnentanz und ich so, Isabella, ich habe eine krasse Vision bekommen. Und meine Frau meinte dann, oh, ich auch. Damals war sie gerade noch gar nicht meine Frau. Und dann hat sich das als dieselbe Vision herausgestellt, dass wir eben eine weltweite Friedensbewegung ins Leben rufen wollen, wo wirklich jeder daran teilhaben kann. Also jedes kleine Kind, jeder Urgroßvater, Urgroßmutter, also wir hatten wirklich bisher in den 10 Jahren, wo wir dieses weltweite Netzwerk inzwischen gepflanzt haben, hatten wir schon alle Altersklassen dabei. Neugeborenes war auch schon mit dabei. Und das Schöne ist, wir haben dann die Vision gehabt, 2014 ein Filmteam zusammenzustellen und wussten gar nicht, warum. Ja? Und das hat sich uns dann auch erschlossen, weil wir dann in demselben Jahr im Juli eine Einladung bekommen haben zu einem internationalen Erdheilungstreffen im Norden Montanas. Da waren an die 100 geladene Gäste und da standen plötzlich 4 heilige Männer, komplett in weiß gekleidet mit weißen Hüten vor mir, die sich dann als die Mammos, als die Priester ihres Volkes vorgestellt hatten, ja. Und ich so, ich, also die hatten eine Präsenz, gell, da war ich irgendwie total stumm auf der einen Seite, auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, so ich kenne die, gell. Vielen Dank.
Und dann habe ich auch gesagt, so, hey, ich kenne euch. Und dann meinten sie, ja, wir kennen dich auch. Und dann war ich noch stummer, dann war ich so, jetzt wird es aber spannend, gell? Und ich so, dann meinten sie so, ja, woher kennst du uns denn? Und ich so, ja, aus meinen Träumen, ihr seid mir doch schon mal im Traum erschienen. Dann meinten sie, ja, genau dort haben wir dich gerufen, hierher zu kommen zu uns. Schön. Und dann habe ich gefragt, ja, und woher kennt ihr mich? Und dann haben sie gesagt, wir haben dich in der fünften Dimension tanzen sehen in Weiß mit deinen Schwestern und Brüdern. Und es war Schön. der Regenbogentanz, ne? Mhm. Wo wir diese Kristalle, diese Regenbogenkristalle, die wir dann an die Friedensbäume geben, quasi auch miteinander verbinden und aufladen mit neuzeitlichen Qualitäten wie Klarheit, Schönheit, all das, was wir jetzt brauchen, um, sage ich immer, den Regenbogenpfad so breit wie möglich zu machen, damit auch möglichst viele unserer, ja, Schwestern und Brüder da mit rüberkommen in das neue goldene Zeitalter, das uns ja prophezeit ist, ne? Ja, Und dass wir ja zusammen auch gestalten. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen, Matthias. Die Leitung ist anscheinend sehr schlecht. Also du frierst immer wieder ein, aber wir machen jetzt einfach weiter und an alle Zuschauerinnen und Zuschauer hört einfach zu. Der Ton ist, glaube ich, ziemlich gut. Und wenn Matthias einfach mit seinen Lippenbewegungen ein bisschen hinterherhinkt, einfach ignorieren. Also wir haben alle gerade mit dem Internet zu kämpfen. Von daher genießen wir jetzt einfach. Also sehr gerne weiter. Und übrigens, ach, da muss ich noch was sagen. Regenbogen ist auch ja mein Symbol für die höheren Dimensionen. Und ich habe ja auch ein Sternentor gemalt, der Weg in die Trinität mit einem Regenbogenweg. Das ist alles, es greift alles so wunderschön ineinander. Aber jetzt bitte erzähl weiter. ja, das ist eben, das gehört alles zusammen. Und ich habe gerade den Song bekommen von der Laura, die du ja auch kennst, wie sich herausgestellt hat. Baum der Seelen heißt der. Das ist auch eine Art Channeling, was wir bekommen haben, was wir jetzt vertont haben in dem Song. Und da geht es auch darum, was jetzt gerade passiert in dieser auch prophezeiten Zeit der tiefen Reinigung von Mutter Erde, in dieser Zeit des Wandels, dass die Schwarmintelligenz uns jetzt alle zusammenbringt und zusammenführt, ja. Und so kam auch die Laura genau zur richtigen Zeit, um dann den Song zu vertonen. Und das ist auch eine Botschaft an die Menschheit. Und ja, eben auch zeigt spürbar die Qualität, was ein Friedensbaum machen kann. Weil diese Mammuts haben uns dann eben erzählt, dass, also wir hatten dann einen Baum zusammengepflanzt dort auf diesem Treffen und wir durften sie interviewen. Das war auch ganz spannend, weil wir mussten 4 Tage und 4 Nächte auf die Antwort ihrer Spirits warten, ob wir sie auch interviewen dürfen. Und danach ist ja der Kurzdokumentarfilm entstanden aus diesem Material, Die Mammuts und die Bäume des Friedens. Und der hat 6 internationale Filmpreise. Ich war da viel unterwegs auf Filmfestivals damit. Zweimal in Hollywood sogar, ja, dass ich umgetauft habe in Holy Wood, der heilige Ja, Wald. Ja. passt auch Ich glaube, besser. diese Transformation können es gut gebrauchen dort, ja. Und ja, und aufgrund diesen Filmes ist dann ein, hat es dann plötzlich bei mir in dem kleinen Büro, von dem ich jetzt auch sende, das ist hier mein Leuchtturm, hat plötzlich das Telefon geklingelt. Ich gehe ran. Und dann war da das Management vom Friedensbotschafter aus Neuseeland dran. Wow. Der ist ein Ältester vom Friedensvolk der Waitaha und dort in Neuseeland eine Ikone, ist von seinen Leuten quasi gewählt worden, um Frieden in der Welt von Neuseeland aus zu repräsentieren. Und der hatte unseren Film gesehen, Die Mammuts und die Bäume des Friedens. Den kann auch jeder frei auf YouTube anschauen. Ich werde alles Und Wichtige unten immer verlinken. So könnt ihr gerne in die Videobeschreibung schauen. Dann seht ihr dann alle Links, die Matthias jetzt nennt. genau, es ist ein 9 Minuten Kurzdokumentarfilm. Und den hatte er gesehen und hat gesagt, er will uns unbedingt kennenlernen, ob wir ein paar Tage Zeit hätten. Er würde einen Stopp einlegen bei uns am Bodensee. Auf seiner Europa-Tournee, weil er wird auch der Jimi Hendrix von Neuseeland genannt.
Das heißt, ein ganz begnadeter Gitarrist, Musiker und also wirklich ja, ein Repräsentant des Friedens. Ja. Wir haben ihn auch gleich adoptiert in unsere Familie hinein. Und ich habe bis jetzt selten jemanden gesehen, der so tief im Frieden verankert ist. Ja. Und er hat uns dann besucht, er hat einen Regenbogentanz mitgemacht, er hat ein Benefizkonzert gespielt in Friedrichshafen in der Konzertmuschel. Und am Schluss hat er uns einen heiligen Stein überreicht, der Puna Mu aus Neuseeland, und meinte, damit wäre eine Einladung verbunden, mit ihm auf eine 6-wöchige Reise nach Neuseeland zu kommen, ja, Wow, für den toll. Frieden. Wow, sehr, sehr schön. Und um es jetzt ein bisschen kürzer zu machen, es hat alles schon stattgefunden, ja, also auf magische Art und Weise wurde uns diese Reise finanziert auch, ja, es war ein Kameramann mit dabei noch, der auch schon bei Die Mammuts und die Bäume des Friedens dabei war. Und jetzt schlummerte dieses Material also jahrelang auf unseren Festplatten, hat schon Staub angesetzt gehabt. Und plötzlich ruft mich ein befreundeter Filmemacher, den du bestimmt auch kennst, der Oliver Kürr, an Ja. und meint so: Du Matthias, das war so schön mit dir bei Root Republic. Bei dem Film hatte er mich interviewt zu dem Thema Friedensbaum. Und dann hatte er gerade ein Filmprojekt, und da ging es um, auch sehr empfehlenswert, Werdet wie die Kinder, was ja ein Bibelzitat ist. Ja, es ist ein 22 Minuten Kurzfilm mit Botschaften an die Kinder. Das war ihm ein Herzensanliegen, und ich durfte dort auch eine Botschaft geben an die Kinder, dass sie eben an ihren Träumen festhalten sollen. Ja, weil mein Traum aus meiner Kindheit war eben, mehr Frieden und mehr Liebe wieder auf die Welt zu bringen. Und das darf ich jetzt halt eben mit dieser Friedensbaum-Vision tun und umsetzen. Und das war eben meine Botschaft an die Kinder. Und plötzlich, ich sehe dann diesen fertigen Film, auch mit meinen zwei Söhnen auf dem Schoß. Und ich meine so: Papa, du bist ja auch drin, und es ist ja voll der geniale Film, ja. Und ich so: Wow. Und plötzlich ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, und ich habe gemerkt so: Mensch, ich könnte doch mal den Oliver fragen, ob der aus diesem ganzen gesammelten Reisematerial von Neuseeland, von Burma, von Bali, ja, ob er uns da nicht einen Film zaubern könnte. Ne? Und ich habe ihn gefragt, und er hat gemeint: Ja, ich mache das. Ich habe totale Herzresonanz und ich mache das. Ne? Und ja, und so sind wir jetzt quasi aktuell noch 18 Tage ab heute im Crowdfunding für Leuchtfeuer, Du bist der Weg. Ne? Und der erzählt quasi auch die Geschichte von Friedensbaum von den letzten 10 Jahren mit. Ja. Bevor wir da jetzt noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, was ich gerne machen möchte, magst du mal erzählen, wie viele Friedensbäume ihr schon gepflanzt habt und warst wirklich jetzt auf der ganzen Welt schon? Ja, also wir haben momentan 87 Bäume auf der ganzen Welt gepflanzt. Und es werden jetzt immer mehr, weil wir im Mai die erste Ausbildungsinitiation gegeben haben. Also vorher haben wir das quasi fast jetzt 10 Jahre lang gehütet wie unseren Augapfel, weil wir gemerkt haben, dass das Netzwerk erst stark genug werden darf, dass es quasi auch nicht mehr, ja, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber angreifbar ist, ja. Jetzt haben wir im Mai die ersten Menschen, die uns quasi auch zugeführt wurden, ausgebildet und initiiert in diesen wunderschönen Pflanzritus, der total tief geht, ja. Und wo dann auch die Mammuts eben gesagt hatten: So, Mensch, das gibt uns Hoffnung zu sehen, dass ihr die Bäume genauso in genauso einer Ehrerbietung und Hochachtung pflanzt, wie wir zu Hause das tun, ja. Und das war total schön zu hören und auch in deren leuchtenden Augen zu lesen, dass ihnen das wirklich Hoffnung gibt, ja. Und sie sprechen da auch in dem Film eben von der Geburt einer neuen Menschheit. So kam das bei ihnen an, ne? Und in dieser Geburt, in diesem Geburtsprozess stecken wir ja alle gerade mit drin, ja. Sehr, sehr. Also das heißt, ihr habt Menschen ausgebildet, initiiert, damit sie dieses Ritual, das ihr jetzt erschaffen habt, über die Jahre weiterführen, sodass
auch nicht nur ein kleines Team um die Welt reisen muss, um diese Genau. wundervolle Aufgabe zu erfüllen, sondern dass es mehr davon gibt. Ja, genau. Und unsere große Vision ist eben 1 Million Friedensbäume. Dazu soll der Film halt auch beitragen, weil uns die Mammuts, und das muss man sich wirklich auch nochmal vergegenwärtigen, die Mammuts sind die Priester von diesem Volk, wo, also über Begriff Arhuaco, da gehören die Kogis dazu, die Wimu und die Arhuaca selber eben auch, ja. Und deren einzigste Bestimmung ihres Lebens, und zwar seit Hunderten von Jahren, ist, das Herz von Mutter Erde zu hüten. Schön, ja. Und sie machen da ständig eigentlich auch Zeremonien und Rituale und waren deswegen so inspiriert und begeistert, dass wirklich Leute aus dem westlichen Umfeld sozusagen so ein Bewusstsein mitbringen, dass die das auch heiligen und würdigen so und so eine Zeremonie eben machen. Und sie haben uns dann eigentlich erzählt und erklärt, was wir da eigentlich machen. Das war uns vorher alles gar nicht so bewusst, ja. Und sie haben gesagt, dadurch, dass wir diesen heiligen Raum zu Beginn der Zeremonie schaffen, wo wir die 7 heiligen Richtungen, also die 4 Himmelsrichtungen, das Herz von Mutter Erde, den großen Geist und die größte Kraft im ganzen Universum, die Liebe mit in dieses Feld einladen, verschwimmen quasi die geistigen Gesetzmäßigkeiten in diesem Ritual miteinander und oben wie unten, innen wie außen verschmilzt und wird eins zu einer Einheit, ja. Und Was deswegen wir ja alle fanden, sind. ja, wie bitte? Was wir ja alle sind, diese Einheit. Genau. Und das Schöne ist, das können wir so sagen, ne? Und dann hören vielleicht uns, also die auf unserer Wellenlänge sind, die sagen, na, bestimmt, ja klar, so ist es, ja. Aber diejenigen, die das noch nie so gespürt haben, die denken dann vielleicht so, naja, okay, das denken die halt so, ja. Aber das ist immer halt das Schöne, wenn man dann eine Erfahrung machen kann, wo man das wirklich, wo es spürbar erleben kann, weil dann weiß man es, gell? Dann wird es zu wissen, ne? Und das kann man eben bei der Friedensbaumpflanzung erfahren. Und man kann diesen Frieden erfahren, der quasi den uns der Baum auch schenkt, weil dieser Baum, so haben uns dann die Mammuts aufgeklärt, nicht nur in die Mitte des Menschenkreises gepflanzt wird, sondern auch in das Herz eines jeden einzelnen Teilnehmers. Und Schön. ja, und das ist wirklich das Schöne, was mich auch total berührt. Also in meinem drei Bäume haben wir, nee, also mittlerweile sind es mehr Bäume, die wir nicht selber gepflanzt haben, aber ich habe jetzt so, dadurch, dass ich so stark und so tief mit diesem Netzwerk verbunden bin, jetzt ungefähr, also auf jeden Fall über 80 Bäume in meinem Herzen, ne? Die größte Pflanzung war in Neuseeland mit 450 Leuten, wo wir das Sacred Voices of Mother Earth Festival einweihen durften mit ganz vielen Maoris und Waitahas und ganz vielen Naturvölkern eben, mit denen wir weltweit eben zusammenarbeiten, ja. Und das ist das Schöne, weil die das eben auch in diesem Gesamtkontext sehen. Gab wohl mal, so haben die uns erzählt, ein Medizinrat aller Erdenhütervölker. Und es gibt auch eine Prophezeiung, wenn dieses Medizinrat wieder durch alle Völker auf der Erde vertreten ist, dann wird die Erde wieder gesunden, dann wird sie wieder grün werden, ja. Und das ist ja auch die uralte Prophezeiung vom Regenbogenstamm, dass in einer Zeit, in der Mutter Erde sich reinigen wird, ein neuer Stamm aus vielen Farben, Klassen, Nationen, Religionen, aus Jung und Alt und Arm und Reich wieder zusammenfinden wird. Und dieser Stamm wird gemeinsam mit ganzer Kraft, mit ihrem Bewusstsein und mit ihren Taten die Erde wieder grün machen. Und dieser Stamm wird als der Stamm der Regenbogenkrieger bekannt werden. Und als ich das mit 14 Jahren gelesen habe, diese uralte Prophezeiung, musste ich heulen wie ein Ja, Schlosshund. ich kriege jetzt auch Und ich gerade wusste, Gänsehaut und ja, alles. Ja, ich kenne es ja, auch. ne? Immer wieder Ja. berührend, ja. Ja. Wobei ich also als Ergänzung immer dann, wenn ich das mal geschickt bekomme, so immer sage, also ich habe das Gefühl, ich habe aufgehört zu kämpfen und ich wünsche mir nicht Regenbogenkrieger oder Kriegerinnen, sondern Regenbogenmenschen, damit der Krieg Ja, halt ja, auch ja. wirklich mal aufhört.
Ja, aber das ist Richtig, meine ja, das achte auf deine Worte, ne? Mhm. Und ich hab das auch schon öfter oder höre das dann öfter, ne? So, wieso? Ihr wollt doch Frieden und wieso nennt ihr euch dann die Regenbogenkrieger oder so, ja? Und ich habe hier einen Freund, der war bei mir dann bei einer Visionssuche, das ist ein ausgebildeter Barde, ne? Der hat 13 Jahre diese Ausbildung in Irland gemacht, der Eloas. Der ist auch auf unserer Doppelbenefiz-CD jetzt auch mit drauf und wird jetzt auch am 10-jährigen Jubiläum hier spielen, voraussichtlich. Und der hat einen Song geschrieben, Der friedvolle Krieger. Und Ja. da heißt es: Wir sind die friedvollen Krieger, wir können verlieren und sind trotzdem die Sieger, weil wir wissen, dass der Kampfplatz nur in unserem eigenen Herzen liegt. Ja. Verändern wir die Welt, wenn in uns wieder Frieden ist. Ja. Und dadurch kann ich das ganz gut annehmen oder konnte ich das ganz gut annehmen, weil ich immer wieder merke, aha, ja, hier, es geht darum, erstmal in unserem eigenen Herzen Frieden zu schließen, ja. Da bin Genau. ich auch noch nicht, ja, weil sobald ich immer wieder denke, so, da bin ich, kommt wieder irgendwas von außen daher und zeigt mir, nee, da bist du doch noch nicht, gell? Und dann pflanze ich wieder einen Friedensbaum, übe mich wieder in Vergebung, was auch ein Teil des Rituals ist, eben das Ho'oponopono, ne? Und dann merke ich, aha, okay, jetzt geht's wieder eine Etage tiefer in den Frieden, bis ich dann vielleicht auch mal irgendwann so tief verankert im Frieden sein kann, wie unser Opa Billy, wir haben ihn adoptiert in unsere Familie. Billy TK Senior heißt er, der Friedensbotschafter aus Neuseeland eben. Ne? Genau. Toll. Ja, also es ist ja auch immer mein Anliegen. Ich wiederhole es auch immer wieder. Wenn wir Frieden in uns finden, wird sich der Frieden im Außen zeigen. Und ich bin eine Wortfuchserin. Ich habe mein Leben lang gemalt und auch intensiv geschrieben. Dieses Gefühl, ich kenne natürlich auch von Dan Millman seine Reihe, der Pfad des friedvollen Kriegers, was ich als Übergang großartig finde, dass die Menschen erkennen, okay, wollt ihr euch noch Krieger nennen, aber dann seid bitte friedvoll. Und für mich ist dann wirklich der nächste Schritt zu sagen, wir brauchen nicht mehr zu kämpfen, sondern wir stehen für uns ein, wir gehen für uns, wir kämpfen nicht mehr, sondern wir tun einfach, wir handeln für den Frieden, wir handeln für die Liebe, mit der Liebe. Das heißt nicht, dass man schwach ist, im Gegenteil, es ist sehr, sehr kraftvoll, sehr stark, aber eben ohne diese aggressive, wenn es auch sehr unterschwellig ist und subtil ist, ohne diese aggressive Attitüde. Ja, also ich denke, da sind wir beide uns sehr, sehr einig. So habt ihr Absolut. jetzt also 10 sehr, sehr intensive Jahre, in denen ihr eure Rituale gemacht habt. Ihr habt ja auch, du und deine Frau, ihr habt ja auch sehr, sehr viel gelernt und all die Menschen, die euch unterstützen, die euch so wundervoll helfen, wie zum Beispiel Karl, der gerade deinen Job übernimmt und deine Kinder versorgt. Und das Ganze, also jetzt als Essenz, diese Reise, die ihr gemacht habt mit all den Pflanzungen, das Ganze dann in einen Film zu packen, der dann wiederum um die Welt gehen kann, das soll jetzt sozusagen ein bisschen der nächste Schritt sein, auch denke ich, in die Öffentlichkeit, oder? Ja, genau. Also das war wirklich damals so, dass der kleine Kurzfilm, die Kurzdokumentation, wirklich uns ein Tor in die Welt eröffnet hat. Der ist von einem Filmfestival zum anderen gereicht worden und dann kam ja auch diese Einladung nach Neuseeland und das dann wurde so richtig international. Wir hatten zwar 2014 die erste internationale Pflanzung in Bali, um dann in Okay. Ashram einzuweihen mit der Pflanzung. Die haben ja auch noch eine ganz andere Verbindung zu den Bäumen, ja. Das sind für sie die Baumdevas eher, und da wird schon Bäumen ab 25, 30 Jahren, wird denen schon, die haben einen eigenen Altar. Der Baumdeva wird jeden Tag geopfert, ja. Opfer, diese schönen Blüten und Ich fand die Bahn, Räucherwerke und es so duftet dargebracht. alles. Ah, das ist so, Ja. was ich so schön fand, die bekommen ja auch diese Tücher umgebunden, diese großen Baumriesen. Und es sieht immer so, ich habe mich erst gefragt, was machen die mit den Bäumen? Ja, also diese, ich meine, es waren schwarz-weiß karierte Stoffe, die dann wirklich um den Baum gewickelt werden. Also diese unglaubliche Ehrerbietung. Also ich war auf Bali auch, ich war dreimal dort, auch immer sehr ergriffen und berührt von dem Umgang mit der Natur, wobei das natürlich auch gerade so ein bisschen eine Schere macht mit den Touristen und so weiter. Aber dieser
diese Verbindung ursprünglicher Hinduismus, der aber auch alle anderen Religionen mit einlädt, Christen, Buddhisten, die Menschen aus dem Islam, und alles ist friedlich auf dieser kleinen Insel. Das hat mich zutiefst beeindruckt dort. Ja. Wow, mich auch. Und gerade halt diese Verbindung und wie du es gesagt hast, diese Ehrerbietung von allem Lebendigen, ja. Wobei es da ja sogar Zeremonien für die Autos und Toaster und was weiß ich alles gibt, gell? Total Alles süß. für Und das eine ist eben, Energie. ja genau, und das ist das Schöne an der Friedensbaumvision, die wirklich auch eine Medizin ist für die Menschheit und für Mutter Erde gleichermaßen. Eben auch wieder in diese Verbindung zu kommen und diese Verbindung wieder spüren zu können. Und deswegen bin ich so dankbar, dass wir dieser Vision dienen dürfen, wenn es auch echt eine riesige Herausforderung war, die letzten 10 Jahre, das alles unter einen Hut zu bekommen. Es war wirklich eine Achterbahnfahrt in ganz krassen Zacken und Ausschlägen. Deswegen wird der Film auch mega spannend, ja, weil das halt nicht nur zeigt irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, das sage ich eben auch dann immer, ja, dass die Bäume, die helfen uns dabei, immer tiefer in den Frieden zu kommen, weil sie über ihre Wurzeln alles hochholen, was noch nicht im Frieden ist in uns, wenn wir mit dem Bild gehen können, dass der in unser Herz gepflanzt wird. Und das melden auch viele Menschen uns zurück, ja, dass schon auch ein Prozess ausgelöst wurde durch die Pflanzung, der aber sehr heilsam ist. Und viele sagen so, wow, wenn ich die Augen zumache, dann ist trotzdem alles lichtvoll, weil ich spüre diesen Friedensbaum als Lichtbaum in meinem Herzen, ne? Und mich erinnert es immer so an Avatar, eigentlich den Ja, Film. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, wo natürlich, die, total auch Fan, ne? Ja, und wo diese, ich hatte jetzt erst kürzlich auch eine Frau in der Visionssuche, die jetzt auch unbedingt Pflanzerin werden möchte, aufgrund der Visionssuche, weil sie diese Schau hatte, ja. Sie hat wirklich gesehen, wie die Bäume alle miteinander verbunden sind. Sie hat diese Lichtwurzeln gesehen, die Pilze, ne, wie die sich gegenseitig Energie und auch Nahrung zu schustern, ja. Und wir können so viel lernen von den Bäumen, ja. Ich durfte einmal eintreten in einen dieser Friedensbäume und es kam so ein Regenbogen Lichtfäden auf mich runter und es war so ein tiefer Segen, dass ich danach verstanden habe, warum Buddha seine Erleuchtung unter einem Baum erfahren hat. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also bin ja jetzt umgezogen auf ein etwas größeres Grundstück, das ich hier, ich sage immer, ich habe es zwar gemietet, aber ich hüte es. Das ist für mich viel passender. Und ich hatte davor das erste Mal einen Garten, den ich auch bepflanzen durfte. Diejenigen, die mich eben schon länger kennen, wissen, da waren zwei Zitronenbäume, die haben überbordend Früchte erschaffen, weil ich sie den ganzen Tag angestrahlt habe vor lauter Glück und Liebe. Ich habe sie gestreichelt, ich habe mit ihnen gesprochen. Ich habe dann eben gelernt, wie man im Garten überhaupt irgendetwas anpflanzt, das erste Mal, und habe weiterhin, also seitdem wirklich ganz viel Pflanzen um mich herum, die ich zutiefst, zutiefst liebe. Und tatsächlich ist auch eine meiner Ideen, da müssen wir uns dann mal in Ruhe drüber unterhalten, ob ich nicht euch, klein oder großes Team, einlade, dass wir hier auf dem Grundstück, auch wenn es nicht mein eigenes ist, ich werde natürlich meine Vermieterin fragen, ob sie einverstanden ist, dass wir hier auch für Mallorca einen Friedensbaum pflanzen. Das wäre natürlich großartig und der Raum wäre auch da dafür. Also da halte ich dann alle meine Fans sehr gerne auf dem Laufenden. Aber Matthias, so zum Abschluss nochmal, magst du nochmal kurz zu eurem Crowdfunding erzählen? Also ich möchte mich auf jeden Fall beteiligen. Und Oh, wow. was kann man tun, wenn man eben euch unterstützen möchte, damit ihr diesen Film in die Welt bringt, damit eben noch viel, viel mehr Menschen von diesem schönen Projekt erfahren? Ja, also wir haben da eben ein Crowdfunding gemacht auf startnext/Leuchtfeuer, also ganz einfach zu finden. Oder Wird man kann verlinkt. auch, genau, wird verlinkt, perfekt. Und wir sind schon bei über 33%. Schön.
Und ja, aber es braucht noch ein bisschen Feuer so. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass du auch deinen Stamm sozusagen informierst, jetzt mit diesem Interview, dass dieser Film quasi in der Pipeline ist und hinausgeboren werden möchte in die Welt, weil das wirklich, ja, eine, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Medizin, die wir da von unserer geistigen Führung, von der weißen Büffelkalbfrau erhalten haben. Ich sage immer, das ist ihr achtes Ritual, weil das eben viele ihrer Rituale sind nur für die Indianer bestimmt und werden auch nur von denen durchgeführt. Und ich hatte da großes Glück, als Weißer dabei zu sein. Das Friedensbaumritual ist wirklich für alle Menschen gedacht, ja. Und eben, was die Mammuts herausgefunden haben, die Friedensbäume wirken wie Akupunktur für Denke ich. Mutter Erde, sodass ihre Selbstheilungskräfte dadurch eben aktiviert werden. Und sie wirken wirklich multidimensional. Es sind wie Licht, wie Leuchtfeuer, also wie Lichtsäulen, wo zum Beispiel auch Seelen darüber aufsteigen können. Und die Waitaha haben eine uralte Prophezeiung, dass jeder Mensch eine Seele braucht, einen Baum braucht, um auf der Erde zu inkarnieren. Ja. Und diese ganzen Mythen, auch des Friedensvolks der Waitaha, also nicht die ganzen, weil das sind ewig viele, aber wir werden da immer wieder welche einflechten in den Film, ja. Und insofern, ja, sei dabei, unterstütze uns. Wir haben wundervolle Dankeschöns. Jetzt gerade eine Doppel-CD wird rauskommen von tollen Friedensmusikern. Kailash Kokopelli ist dabei, den vielleicht viele kennen. Seom ist dabei, der hat auch den Titelsong für den Crowdfunding-Trailer gemacht. Also den müsst ihr euch unbedingt angucken. Also der Trailer, 3 Minuten, 33 Sekunden, super investierte Lebenszeit. Wir bekommen so viele Feedbacks von den Menschen, die sagen so, wow, das berührt irgendwas in meinem Herzen, irgendwas in meiner Seele, bringt es zum Klingen. Ich möchte da gern dabei sein, ja. Und es gibt von Aufkleber, CDs, unsere wunderschönen Malers gibt's. Also wir haben ganz viele Dankeschöns uns auch einfallen lassen, weil what goes around comes around, sagen die Indianer, was du gibst, kehrt tausendfach zu dir zurück. Und so wollten wir auch nicht nur empfangen, sondern auch was geben. Das große Geschenk wird natürlich dann der große Film dann sein an die Menschheit. Wir haben ja die Widmung für Mutter Erde und für die Generationen der Zukunft, für die, die nach uns kommen, pflanzen wir das, weil die dann hoffentlich die Früchte ernten können, auch in Form von Bewusstsein, wo wir gemerkt haben, ja, dieses Netzwerk mit jedem Baum, den wir pflanzen, steigt die Energie, steigt das Bewusstsein und das ist quasi wie ein neues Netz, was wir um die Erde legen mit den Friedensbäumen und in das Herz von Mutter Erde natürlich, gell? Und in unser aller Herzen dann. Ja, genau. Ja, Und ganz toll. falls hier ein paar deutsche Zuschauer sein sollten oder Ganz natürlich auch bestimmt. weltweit, momentan kann man ja noch fliegen und seid ihr alle herzlichst eingeladen zu unserer 10-Jahres-Jubiläumsfeier am 10.10. eben zur Friedensbaumpflanzung um 10:10 Uhr. Dort werden einige Musiker kommen, also da ist auch die Ist CD-Release-Party. das dann, Matthias, dass die Menschen das auch Das wissen? ist bei uns am Am Bodensee, Bodensee. Naturatelier Frickingen, also ein Outdoor-Place. Da hat man dann auch nicht diese ganzen komischen Geschichten, ne, die man da einhalten muss, sondern wir treffen uns da outdoor. Wir hoffen auf den goldenen Oktober, ja, Ja, auf ich. den Indian Summer, dass er uns da die Sonne schenkt. Und abends werden wir aber Feuerschalen aufstellen, um uns da wärmen zu können. Und wir bekommen dort einen Award verliehen. Habe ich vor unserem Interview erfahren, die kommen persönlich, das Supreme Masters TV, die jetzt gerade eine Trilogie auch, könnt ihr alles auf unserer Website sehen, wird alles verlinkt, die haben eine Trilogie über uns rausgebracht, in 16 Sprachen, stellt ihr vor. Also es geht Wow, jetzt toll. wirklich weltweit und haben uns jetzt den Global Shining Preservation Award, der erste Award, der auch mal mit einem Preisgeld dotiert wurde, in Form von 10.000 Dollar verliehen bekommen. Und die kommen persönlich, um uns diesen Award dort auf unseren 10-jährigen Jubiläum zu verleihen. Also, Großartig. Also wäre ich in Deutschland, würde ich euch auf jeden Fall dabei besuchen, aber
Mal schauen, wie wir das jetzt so machen, zwischen den Welten hin und her. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich würde super gerne hier so ein Ritual machen, vielleicht dann im nächsten Jahr, wenn es denn sein darf. Ja, also das wäre ganz großartig. Matthias, vielen, vielen Dank für deine Erläuterungen, dein Mitnehmen in diese Welt des Friedens und des Netzwerkens. Also das ist ein Netzwerk aus Menschen und Pflanzen, und was Stärkeres kann es ja auf der Erde hier in diesem Leben kaum geben. Also ich möchte auch nochmal unseren Zuschauerinnen und Zuschauern wirklich ans Herz legen. Das ist unsere Zukunft. Unsere Zukunft ist das Netzwerken zwischen Mensch und Mensch, Herz und Herz. Und das Ganze in Verbund mit Kosmos und Erde, das ist das, was unser neues Zeitalter wirklich handfest erschafft. Nicht nur denken und reden, sondern wirklich auch etwas tun, wenn es ein Baum ist, den man pflanzt, oder überhaupt eine Pflanze, die man in die Welt bringt, die man unterstützt auf ihrem Wachstumsweg, so wie man die Kinder unterstützt auf ihrem Wachstumsweg. Also lasst uns für uns selber, aber auch für alles, was um uns herum ist und noch kommen wird, einfach Frieden und Liebe in diese Welt bringen. Das ist auch meine Mission, mein Weg, meine Vision. Und ich freue mich über alle Menschen, die mitmachen. Also vielen, vielen Dank, lieber Matthias. Ganz herzliche Grüße an dein Team. Großartig, was ihr erschafft. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall noch mal etwas miteinander machen. Vielleicht noch mal ein paar schöne Friedensimpulse über ein Video. Ansonsten dann mal live. Also ganz, Oh ganz ja, wir kommen nach Mallorca, hurra! Vielen, vielen Dank, liebe Sonja, und auch an alle da draußen. Und wer uns unterstützen möchte beim Pflanzen, Ende Oktober ist die nächste Ausbildung. super. Okay, vielen, vielen Dank Alles und Liebe. alles Gute an euch. Tschüss. Ahom mitakoye oyasin. Wir sind mit allem verwandt. Ciao. Ciao.